Konferenz am selbstgefundenen DFB-Pokal hat die unterste Verwaltung gegen Eintracht Frankfurt vor 24.302 Zuschauern endet die Partie 3:5. Zu meiner Rechten begrüße ich gestern Adi Hütter und zu meiner Linken unser Cheftrainer Bernhard Bahre. Wie immer gebührt das erste Wort dem Gast, Herr Hütter. Super Pokalspiel gesehen, tolle kämpferische Leistung von beiden Mannschaften. Kompliment an Waldhof Mannheim, wie sie uns heute mehr als gefordert haben. Möchte aber auch meiner Mannschaft ein Kompliment aussprechen, weil sich da einfach ist nach 0-2, speziell dann nach dem 2-3 in der 72. Minute nochmal so zurückzuschlagen, war sehr, sehr wichtig für uns. Und das hat ja eben schon mit Schwinger heute ist, glaube ich, brauche ich nicht noch zusätzlich erwähnen. Ich bin natürlich froh, dass wir kein Déjà-vu erlebt haben vom letzten Jahr und dass wir nur mit 2 sind. Aber ich möchte wirklich nochmal Bernhard Ares und SV Waldhof Mannheim zu einer sehr, sehr guten Leistung gratulieren. Danke. Danke, Hütter. Bernhard, dein Kommentar zum Spiel, bitte. Ja, erstmal Dankeschön. Ich glaube, wir sind ein fantastisches Spiel gekommen mit 2 Toren. Haben es leider danach verpasst, auch mehr Ballbesitz zu haben. Es hat uns einfach zu viel Körner gekostet, haben viel zu einfach den Ball dann hergegeben. Klar ist es schwer gegen die Eintracht, trotzdem musst du es probieren, dass du in gewissen Phasen dann auch mal ein bisschen Ballbesitz hast, wo der Gegner mal hinter den Ball herlaufen muss. Dann natürlich die 2 Gegentore vor der Halbzeit. Ja, ich glaube, wenn du da es schaffst, mit einem anderen Ergebnis in die Halbzeit zu gehen, die Tore nach meiner Meinung zu einfach gefallen, waren auch die ersten Möglichkeiten für die Eintracht. Und klar, wir haben uns 2 Halbzeit nochmal vorgenommen, nochmal alles reinzuhauen, dann mit einem Distanzschutz 75 oder 72 Minuten sogar 3:2 in Führung gegangen. Ja, ich glaube einfach hinten raus haben uns die Körner gefehlt, die Jungs haben alles gegeben, die Eintracht hat uns in guten Phasen da auch laufen lassen. Da brauchst du einfach das Spielglück, dass du nicht so schnell das Ausgleichstor kriegst. 5, 6, 7 Minuten, dann kommt vielleicht noch mal eine 2. Luft und dann kriegst du es vielleicht irgendwie über die Bühne. Aber so mit dem schnellen Ausgleichstor war es dann irgendwie schwer, weil für uns ist es dann nicht so einfach, ich sag mal, gegen die Eintracht irgendwie im Konter permanent gefährlich zu werden. Und Gratulation zum Sieg und ich hoffe, dass ihr weit kommt im Pokal. Dankeschön. Danke, Bernhard. Gibt es von Seiten der Pressevertreter Fragen an einen der beiden Trainer? Wenn ja, bitte ich um ein kurzes Handzeichen, damit das Mikro hier vorne der Kollegen bitte. Ich habe eine Frage an den Gästetrainer. Adi Hütter, ganz spontan, was ist Ihnen nach 9 Minuten durch den Kopf geschossen? Ärgerlich, Wut, total positiv, weil ich gewusst habe, es sind trotzdem noch 80 Minuten Zeit, diesen Rückstand aufzuholen. Also ist viel besser in die Partie gekommen, war schon in den ersten 2 Kämpfen viel, viel bissiger, hat dann viele zweite Bälle, wo wir einfach, was die Staffelung betroffen hat oder das Schließen einfach nicht am Platz waren, das hat mich geärgert. Und sicherlich die beiden Tore vor der Halbzeit hat uns noch einmal Mut auf für die zweite Halbzeit gegeben. Gibt es weitere Fragen an einen der beiden Trainer? Hier vorne die Kollegen, oder? Ab welchem Zeitpunkt war denn für Sie so ein bisschen Ruhe dann langsam drin, dass Sie gesagt haben, okay, jetzt funktioniert es, jetzt hat meine Mannschaft endlich den Zugriff auf das Spiel, weil das war ja schon so ein bisschen schwierig in Halbzeit 1. Ja, in Wahrheit, wo es 5:3 gefallen ist, war ich mir dann 100% sicher, obwohl ich schon finde, dass wir einfach zweite Halbzeit klar das Spiel in der Hand gehabt haben, finde ich einfach, dass der Dom über Wald auf Schulz, Überrage gehalten hat. Also, da waren ein paar Bälle dabei, die man nicht halten muss. Da hätten wir schon viel früher in Führung gehen können. Und wie der Bernhard das schon gesagt hat, ich glaube, wichtig war auch, dass wir gleich nach dem 2:3 das 3:3 gemacht haben. Und dann das 4:3 oder was man nie, kann immer noch zum Schluss Standardsituationen, wo sie auch sehr gefährlich sind, kann immer noch was passieren. Ab dem 5:3 waren wir da ziemlich sicher. Gibt es weitere Fragen hier vorne, der Kollege? Wie wichtig ist denn für die Mannschaft, dass Anterebisch bleibt? Stand der Dinge jetzt, dieser Spiel von Eintracht Frankfurt und alles andere, glaube ich, brauche ich an dieser Stelle nicht kommentieren. Sein Wert könnte ja trotzdem. Bitte? Sein Wert könnte ja trotzdem sein. Gut, das sieht ja jeder. Deswegen weiß ich jetzt nicht, was ich noch zusätzlich sagen soll. Und am besten muss man den Ante selber fragen. Aber natürlich hat es sicherlich sehr, sehr wichtig, dass er
sich aus Teil Dolly gemacht hat. Herr Günther, Sie haben den Erik Dogler auf der rechten Seite gebracht zur Belebung. Was war denn der Plan in der Halbzeit? Ja, Danny hat schon oft bewiesen und gezeigt, dass er viel, viel besser spielen kann. Aber für mich einfach erste Halbzeit nicht auf dem Platz. Seine erste Halbzeit war in der 43. Minute, wo die Superflanke auf Jovic gebracht hat. Das ist mir zu wenig. Das weiß Danny auch, das habe ich ihm auch gesagt. Deswegen habe ich ihn nicht umgebracht. Er hat seine Sache sehr, sehr gut gemacht. Gibt es noch weitere Fragen? Hier vorne noch. In welcher Kategorie würden Sie das jetzt einordnen, dieses Spiel? Vaduz war ja das 5:0, das war relativ einfach, sah es zumindest aus von außen. Jetzt, das sah heute etwas schwieriger aus. Wo würden Sie Ihre Mannschaft dann jetzt einordnen? Kann man das jetzt schon ein bisschen besser nach so einem Spiel heute? Die Gegner haben sich gesteigert. Der Waldhof hat heute gezeigt, dass sie ein anderes Niveau haben als der FC Vaduz. Und ich bin einfach auch Fan der dritten deutschen Bundesliga, was ich auch gestern von Würzburg gesehen habe, in Hoffenheim und auch von Waldhof heute, muss man einfach klar sagen, das ist unglaublich schwierig zu spielen. Und deswegen, ja, aber am Ende des Tages geht es halt immer wieder um, dass man in die Runde weiterkommt. Und das war heute schon sehr, sehr wichtig. Wie gesagt, der 72. Minuten ist wahrscheinlich mal kurz der Atem ein bisschen stecken geblieben. Die Frage noch. Die Frage ist, können Sie denn aus dem Spiel was für die dritte Liga mitnehmen? Natürlich können die Jungs da was mitnehmen. Wir sagen, die wurden hier maximal gefordert, haben gegen fantastische Fußballer gespielt und jedes Spiel auf diesem Niveau bringe ich als Fußballer weiter. Gibt es noch weitere Fragen an einen der beiden Trainer? Dies scheint nicht der Fall zu sein. Für unsere Gäste aus Frankfurt geht es kommende Woche gegen die TSG Hoffenheim. Unsere Mannschaft spielt in Jena. Bis dahin eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.